Hallo zusammen, in diesem Video stelle ich euch die Stabspiele oder auch Mallets genannt einmal im Detail vor. Beginnen möchte ich mit dem Glockenspiel. Es hat seinen Ursprung aus dem südostasiatischen Raum, besteht aus kleinen Klangplättchen, die gestimmt sind, natürlich aus Metall, und es ist das kleinste der Melodieinstrumente bei uns in der Perkussion. Hier hört ihr ein Klangbeispiel. Weiter geht's mit dem Vibraphon. Das Vibraphon ist ein sehr junges Instrument. Es wurde erst 1916 in den USA entwickelt. Es hat ebenfalls Klangplatten aus Metall, die doch erheblich größer sind wie die des Glockenspiels. Dadurch ergibt sich auch eine größere Mensur und der Klang wird auch tiefer. Ausgestattet ist das Vibraphon mit Resonatoren, in die kleine Plättchen drehbar eingelagert sind, die mit einem Motor angetrieben werden. Hierdurch wird beim Klang des Vibraphons ein Vibrato-Effekt erzeugt. Des Weiteren hat das Vibraphon noch ein Fußpedal. Mit diesem Pedal kann man einen Dämpfmechanismus an den Klangplatten lösen und dieser dient zur Tonverlängerung. Gespielt wird das Vibraphon mit weichen Schlägeln, die an ihrem Stockende mit Garn umwickelt sind. Alle Komponenten, die ich euch jetzt erklärt habe, verleihen dem Vibraphon einen unvergleichlichen Klang. Das hört ihr jetzt. Weiter geht's mit dem Xylophon. Das moderne Xylophon, wie wir es hier sehen, stammt von einer Strohfiedel ab, die schon im 15. Jahrhundert im Alpenraum gespielt wurde. Damals hat man Klangstäbe auf Strohzöpfe gelegt und hat die mit Holzlöffeln gespielt. Das moderne Xylophon hat natürlich jetzt auch Klangplatten, die etwas breiter wie Stäbe sind, aber noch nicht so breit, sind aus Edelhölzern wie Rosenholz oder Palisander. Es hat einen Resonator unter jeder Klangplattenreihe, die den Ton auch hier verstärkt. Das Xylophon wird gespielt mit Holzschlägeln oder Hartplastikschlägeln. Hier ein Klangbeispiel. Zu guter Letzt kommen wir zum Marimbaphon oder der Marimba. Sie hat ihren Ursprung aus dem afrikanischen Raum. Die Urform des Marimbas waren Klangplatten, die auf ausgehöhlte Kürbisse gelegt wurden und so konnte man die Instrumente spielen. Das moderne Marimbaphon oder die Marimba ist natürlich wie das Xylophon auch auf einem Ständerwagen montiert. Es hat Holzklangplatten aus Rosenholz oder Palisander und ist mit Resonatoren zur Tonverstärkung versehen. Gespielt wird die Marimba ähnlich wie beim Vibraphon mit weichen Schlägeln. Also die sind am Kopfende mit Garn umwickelt und hier gibt es natürlich verschiedene Härtegrade. Hier das Klangbeispiel des Marimbaphons. So, jetzt spielt euch die Mia noch eine bekannte Melodie am Xylophon. Viel Spaß beim Hören und vielleicht auch beim Raten des Titels.